Hi Leute und herzlich willkommen hier beim LS22 auf der Maypool Map mit der Agrargenossenschaft Maypool mit mir, der Koch29 und dem Dom. Darkwing Duck. Oh. 3, 2, Risiko. mit dabei ist natürlich der Herr Jürgen alias T-Troll. So, und wie ihr seht, ich habe alle Viere wieder auf dem Boden. Ich bin wie so eine Katze. Hat mich aber auch einiges an Nerven gekostet. Ich fahre jetzt manuell. Scheiß mich an hier. Schrecken, der die Nacht durchflattert. Darkwing Duck. Ich war ja mehr so Gummibärenbande dann. Ich hab alles. Gummibären. Hier und her und überall. Das sind die Gummibären. Ich sehe gerade, da oben sitzt noch ein Gummibär im Discord, der möchte auch mitmachen. Da läuft hier schon auf der Karte rum. Der hat mir geschrieben, der hat sogar das gemacht, was man gesagt hat. Moment, ich zieh ihn mal mit rein. Weird. Herzlich willkommen, die sind jetzt im Fernsehen. Einen wunderschönen guten Abend. Warum? Wie auch immer. Hallo. Meine lieben Zuschauer, das ist der Herr L1 Diablo, unser Holzwurm in Spee. Notgedrungen. Ja, komm, du hast es doch auch gerne jetzt. Naja. So viel wie du in Ausbildung. So viel wie du im Wald rumhängst, da tut man doch nicht nur zelten, oder? Das Schlimme an der Sache ist, ich muss das halt nochmal machen. Ja, aber dafür kriegst du noch mal Geld. Ja, das ist das einzige Gute daran. Guck mal, Jürgen hat mir hintenrum jetzt seine alten Eichen angedreht. Seine alten Eichen? Für 2000 pro Stück. Ja. Gut verkauft, oder? Also, ich muss aber selber aufladen für 2000. Für aufgeladene muss ich mehr zahlen, glaube ich dann. Ein bisschen was muss schon sein. Ach, scheiße. Was willst du denn mit den alten Eichen machen? Na, meine Schreinerei befüllen, meine neue. Ach so. Hätte mir auch eine neue Schreinerei gebaut. Die alte lasse ich jetzt leerlaufen und stoße die dann ab. Warum? Und, hä? Warum? Weiß ich nicht. Mal gucken. Überlege ich mir noch was, warum ich die abstoßen will. Muss ich das jetzt schon wissen? Nein. Ja. Nein. Wenn du eine hast, brauchst du keine zweite. Aha. Warum hast du zwei Bäckereien? Ich hab vier. Ich habe nicht gesagt. Weißt du, wir stehen jetzt gerade auf der Wiese. Stell dir vor, ein kleiner Campingtisch, so in Hüfthöhe, und dann wird BAM auf den Tisch die Fakten, weißt du? Mein Haus, ja. Mein Auto, mein Boot. Meine Mühle, meine vier Bäckereien, meine Schreinerei. Nicht wirklich, aber die inne Bäckerei, wohin mit dem Mehl? Ihr macht doch, macht doch eine Mehlstaubexplosion oder sowas. Das ist ja, aber Jürgen hätte dafür Bedarf für seine eine Mauer. Was für Mehl? Genau. Achso, die Mehlstaubexplosion. Mehl wegsprengen. Jetzt verstehe ich. Warum nicht? Andere Mauern hier, die weggesprengt werden können. Ja. Wieso? Läuft die Schreinerei etwas schneller? Ich hoffe es mal, aber Jürgen sagt, nee. Also Jürgen sagt, die Standardschreinerei läuft genauso schnell wie die andere, obwohl es anders drin steht. Aber ich habe jetzt eine andere Schreinerei drin, auch optisch anders, aus dem neuen Paket schon. Und die auch ein anderes Symbol hat und so. Und mal gucken, ja. Also ja, ich hab schneller steht drin, ja. Genau, ja, steht bei meinen Bäckereien auch drin, aber machen nicht schneller. Daher war das so. Und meine Schreinerei macht ja auch nicht schneller. Aber jetzt mehr. Achso, Jürgen, dein einer Baum hat gebracht 11.400 Liter Holz. Okay. Naja, meine eine Ladung mit den drei großen. Und drei großen, ja. Und dem bisschen Gefutzel da. Brauchst du also keine Bretter mehr? Doch, doch. Ja, doch, 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 doch. Doch, doch. Das hast du ja gerade geholt von der. Ja, aber ich kann nicht schon mein ganzes Geld unter die Leute bringen. Ich muss auch mal ein bisschen was in der Tasche haben für die Kneipe. Alles gut, du musst mir nur rechtzeitig Bescheid sagen, damit ich auch Bretter produziere. Im Moment gehen die direkt raus. Ne, wenn ich produziere, doch für die Genossenschaft. Das kann ich auch tun. Also der Genossenschaft, sammelst du so 20 Paletten und dann... Die wollte ja vorher keiner. Nee, aber gestern hat sie dir ja schon die ersten 10 abgekauft. Ja, gestern war ein Sonderangebot. Sonderangebot? Habe ich früher auch gemacht im Supermarkt. Hab einen roten Kleber drauf gemacht mit demselben Preis wie vorher. Alle haben sie gekauft. Ja. Wir kennen die Tricks und Maschen hier, der... Gut verkauft.
Du könntest so ein Dragan sein von der Autohändler. Könntest du sein. Mecha, du Strescher! Ach, die beiden Typen. Komm her! Die beiden existieren ja auch noch, bloß halt mehr Solargebräunte, wie früher. Ja. Stimmt. Ich finde den Anhänger hier im Preis-Leistung, finde ich ja super, ne? 3.800 Euro. Hm. Damit machst du drei Fuhren, hast du Besag, sind wegschmeißen. Aber als Alteisen, kriegst du noch Geld dafür. Stimmt. Welchen? Den HW Holzanhänger hier. Ach so. Ja, du bist ja IT-Runner, Mann. Ja. Weißt du hast ja auch Geld. Da passen 5 Bäume auf. Bei mir, ne. Wir haben ja Spaß, weil er ständig umfällt. Ständig? Einmal? Hatten wir schon wieder einen Biberschaden? Nee, frag mal Jürgen. Der Biberschaden war es keiner. Guck mal, Jürgen, ich könnte ja einfach... Der Schwerkraft. Ich wollte gerade sagen, ich könnte ja auch einfach deinen Anhänger nehmen, aber der hat grüne rum, verdammt. Ist ja noch was Interessantes mit draufgekommen? Also du hast ja gestern oder vorhin schon so ein bisschen erzählt, was so alles bei war, wo Bulli war und da war. Ich habe nicht alles mitgekriegt, aber so ein paar Produktionen waren mit bei, wie Pepsi-Cola und Konsorten. Achso, Ketchup oder sowas war noch bei, war? Okay. Ja, Ketchup, sehr gut. Kannst ein eigenes Feld verkaufen, 2 Hektar. Warum? Weil es so riesig ist. Echt, ja? Aber ja. Mit Truck, mit einem Truck davor. Nee, das war Pepsi-Fabrik, glaube ich, ne? Mit dem Traktor. Das war Pepsi, ja, dahinter. Ja, aber. Die Fabrik ist schon groß. Ne? Wie gesagt, so groß wie die alte Schreinerei ungefähr, oder die Sägewerk. Ach, die Sägewerk, das große, okay. Ja, habe ich ja gesagt, im letzten Mal. Das ist schon ziemlich groß baut. Wahnsinn. Du hast ja genug Platz, jetzt sind ja alle Hallen weg. Ja. Oh, nee, sag nicht sowas. Dann traut er wieder. Deine nicht gewollten Hallen. Deine nicht gewollten Hallen traut er hinterher dann. Ich hatte bloß mal geguckt, aber wir haben ja keine annähernd gleichen da, wa? Doch, guck mal rein, sind neue hinterher gekommen, bitte. Da haben wir auch eine schöne große Halle, die ist auch 2 Hektar groß. Die habe ich schon gesehen, aber die ist ja auch nicht sinnvoll. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Du kannst von die kannst durchfahren. Die passt nicht auf meinem Hof. Die Halle ist größer wie der Hof. Ja, die ist so groß wie der Hof, da komme ich nicht rein und nicht raus. Jürgen, du kriegst jetzt von mir einen Auftrag. Bitte nimm Kontakt mit einem Modder auf. Er soll dir bitte eine Zeltstofffabrik machen. Und dann möchte ich bitte eine weiterführende Fabrik haben für Taschentücher, Tempo oder sowas. Oder Kleenex oder wie auch immer. Nein. Und dann mit einem Verkaufspunkt Mitleidskiosk. Oh, nee, denn eine Dose Mitleid bitte so. Psst. Ja, die kannst du ja bei der Pepsi-Cola-Fabrik machen. Genau. Mal ja Castor fragen, weil ich mache da sowas. Alter Schwede, jetzt habe ich auch ordentlich was drauf wieder. Ich glaube, das ist eine große Community, die du damit treffen kannst. Was mit denen? Die ganze Zeit Mimimi machen. Oh, ja. Mimimi-Dosen. Eine Mimimi-Fabrik, ja. Oh, das müssen wir als Patent anmelden. Nicht die Mini-Dose, sondern die Mimi-Dose. Ja. Apropos, siehst du, ich gerade, ist euch mal aufgefallen, bei den Hühnern ist immer ein Beklopptes dabei, was durch die Gegend rennt, so wui. Ja. Wir rennen sie gerade, ich wollte ja nichts zu fressen, kriegst du seit 2 Tagen. Ja. Da hat einer keine Sprechrechte. So. Hat auch Mimimi gemacht. Ach, da fährt er ja mit seinem Baum. Ja, ich warte mal noch, bis du durch bist, weil du fährst mir zu wild. Ach so, was? Herr L1 Diablo, ich habe da vorhin mal Ihren Traktor ausgemacht dann, ne? Oh, war der wieder an? Warum das? Habe ich in letzter Zeit tatsächlich öfter gehabt, dass ich ausgemacht habe, runtergegangen bin, weil wir lange wahrscheinlich 2 Mal raufgekommen. Ja, aber gut. Aber danke schön. Aber so oft wie ich den Drescher für dich schon ausgemacht habe, gerne schön. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, wir erwähnen das einfach nicht mehr. Was? Dass du den Traktor anhast? Passiert,
Passiert schon mal. Habe ich gehört. Ach so. Und ist ja mein Sprit. Den du billig einkaufst, ja. Also, dafür, dass ich ein zweites Mal ein Fass gesetzt habe. Jürgen, ja, oh. Dafür ist dein Hof jetzt frei. Und ich bin nett, ich bezahle mehr. Ich auch. Ich gebe ja, auch Trinkgeld. 1, ich gebe auch Trinkgeld. Hier, aber hier sind auch wieder ein paar Äste, wa, in den Eichen hier, wenn hier durch das fällt. Ach, Max. Also, wenn du mit dem Dach hängen bleibst, Honig wird hier nicht angenommen. Ja, immer dieselben. Der ist aber auch wackelig, du. Ja. Halt Skill. Also mit Fichten. Ja, fahren mit Skill. Mit Fichten fährt er sich besser, Jürgen. Ich weiß. Gebt ihm mir seine alten Eichen, du. Da gerade Baum ist. Wäre mal rauszufinden, welche Bäume man in Excel kann. Fichten? Nein. Was? Kannst du nicht Excel. Was, die langen, großen Tannenbäume da? Kannst du nicht Excel. Wieso nicht? Probiert, geht nicht. Nimmt er nicht. Heizomat nimmt die Eichen nicht und er nimmt die Fichten nicht. Manche Bäume haben wir jetzt gerade nicht gehabt, deswegen. Der Heizomat. 2.500 für eine Eiche gibt, kriegst. Mal gucken, wie viel du kriegst, wenn du so eine Eiche mal komplett durchhäckselst. Was ist denn der Heiz? Wo hast du denn den Heizomat gesehen? Den Anhängern für Holzwirtschaft. Aha. Der Häcksler-Anhänger. Ach, der? Etwas größere wie der Jens. Den nicht. Ja, aber ich glaube, der nimmt bloß kleinere Sachen, der nimmt nicht die großen Stämme. Nimmt aber auch nicht die Äste. Nee? Nein. Aber der Jens müsste sie eigentlich alles nehmen hier. Der aus dem. Hat's auch nicht genommen. Da habe ich zuerst probiert. Okay. Ja, dann. Ich muss es beim Single nochmal probieren. Vielleicht Max anders. Bleibt dir bloß über in der Forstwirtschaft den Jens, die Cobra Hybrid. Da müsstest du dann 660.000 investieren dafür, um 2 Äste wegzuhäckseln. Ja. Also aber die Mini-Karte hat auch geändert, oder? Was? Die Farben. Ja. Ein bisschen, ja. Heller. Die Bäume jetzt so etwas mehr fresh. Ja. Freshness. Etwas jünger gemacht. Was dich aber nicht jünger macht, mein Freund. Mein Padawan. Die Farbe nicht. Hat deine Frau dir gezeigt, was sie ihr geschickt hatte? Nee. Nee? Gut. Warum? Vielleicht hat sie es ja verstanden, auf dich bezogen. Also auf sie natürlich erst in erster Linie, aber in zweiter Linie auf dich bezogen. Wie du sagst. So, klatschen wir mal noch rein, die Dinger da. Die nehmen nicht ihre Nachrichten an. Ich habe meine 10. Immer. Spaß. Und das, was da liegt, alles auch gar nicht wegholen, oder? Das ist alles deins. Okay. Habe ich ein zeitliches Limit, bis das weg sein muss, oder? Nee. Gestern schon. Tja. Aber die Hecken kann ich nicht wegmachen hier, wa? Oder runtersetzen, sonst ärgerlich. Nein. Ist auch nicht abreißen. Ja, das hätten welche mit Mast sein können. Damit man was Ding machen können. Also. Da hat er wirklich hier die Lenden noch angepasst. Aber leider nicht alles. So, Marco, ich war heute noch unterwegs und hab einen Kassenbon bekommen mit einem Betrag drauf. 29 Franken 1. 10, so. Was für ein Omen, oder? Alles abgekartet, ja. Ja, ja. Aber cool. So, also, ich bin hier unterwegs zum flotten Jürgen. Mir nochmal eine Ladung Äste abholen. Oder ich werde jetzt erstmal walzen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich werde erstmal walzen.
Wenn ich das fertig habe, nicht das wieder. Ach so, das eine Sonnenblumenfeld konnte ich nie walzen, ne, von der Genossenschaft. Weil das die Datumsgrenze drin war bei der Ansaat und dann über der Datumsgrenze war schon die erste Wachstumsstufe da. Puff. Oh, Marco verdient Geld gerade. Hä? Möbel werden hier nicht angenommen. Ja, hab ich gesehen, ja. So, liebe Zuschauer, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann mit der Walze hinten dran. Däumchen wäre ein Träumchen, Abo wäre auch nicht schlecht. Danke an euch, dass ihr dabei wart. Bis morgen. Tschüss. Bye, bye.